Hallo, ich bin Paul Lederer, freier Theaterpädagoge in Leipzig. Und in diesem Tutorial geht es um Performance. Vielleicht habt ihr schon andere Videos aus unserem Methodenkoffer gesehen. In Inszenierungskonzepte Teil 2 geht es um bestimmte Spielweisen. In dem Video Nummer 5 erfahrt ihr was über künstlerisch-ästhetische Mittel. Performance ist so ein Mittel, könnte auch als eine bestimmte Spielweise bezeichnet werden. Obwohl Performance eigentlich gerade kein Spiel ist. Doch dazu mehr in diesem Video. Ich möchte in diesem Tutorial klären, was Performance eigentlich heißt und wie ihr sie mit den TeilnehmerInnen eurer Theatergruppen anwenden könnt. Das Ganze werde ich mit einigen praktischen Beispielen verdeutlichen. Kommen wir als erstes gleich mal zu einer Definition von Performance. Dafür habe ich im Wörterbuch der Theaterpädagogik nachgeschlagen. Performance kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Aufführung von Theater, Tanz oder einem Vortrag oder Ähnlichem. Genau so wird der Begriff auch heute noch im Deutschsprachigen benutzt. Gleichzeitig hat sich seit ungefähr 70 Jahren noch eine weitere Bedeutung hinzugefügt. Dazu zitiere ich jetzt mal aus dem Wörterbuch. Performance ist ein prozessästhetisches Ereignis. Sie vollzieht sich im unmittelbaren präsentischen Handeln des Künstlers oder der Künstlerin. Performance bündelt ästhetische Komponenten mit den sinnlichen Qualitäten der alltäglichen Lebenswelt. Ihr Zentrum ist der Körper. Im Mittelpunkt steht der reale Vollzug von Handlung. Um es mit meinen eigenen Worten zu sagen. Anstatt auf der Bühne so zu tun, als ob, oder eine Rolle zu spielen, vollziehe ich, als ich selbst, eine echte Handlung. So wie beim Seilspringen am Anfang, das war bereits Performance. Ich bin real Seil gesprungen, zwar etwas anstrengend, ich bin ein bisschen aus der Puste gekommen. Ich habe nicht gespielt, dass ich Seil springe. Ich habe keine Figur verkörpert, die Seil springt. Wenn ich das machen wollen würde, sähe das vielleicht so aus. Hi, mein Name ist Jack Lewis und ich habe 15 Monate trainiert. Heute werde ich den neuen Weltrekord im Seilspringen aufstellen. Ich fange nochmal von vorne an. Ihr seht, das war etwas ganz anderes. Vielleicht entspricht das mehr dem, was ihr aus eigenen Inszenierungen gewohnt seid. Wozu ist also Performance gut? Warum kann es interessant sein, Performance einzusetzen, anstatt ein so tun als ob? Hier ein paar Gründe. Die meisten von euch arbeiten mit SchülerInnen, Jugendlichen oder anderen AmateurInnen. Also Menschen, die keine professionelle Schauspielausbildung haben. Und genau das macht euch und mir ja auch besonders Spaß. Wir sehen darin ganz eigene Qualitäten. Aber unsere Teilnehmenden sind eben nicht Profis und das Spiel unterscheidet sich von dem von Profis. Zum Beispiel ist das Spiel nicht immer überzeugend. Manche genieren sich. Die Stimmen sind nicht ausgebildet und deswegen manchmal leise. Performance ist für all das eine Möglichkeit, diese Mankos zu umgehen. Oft sind auch die Rahmenbedingungen beim nicht professionellen Theatermachen ganz anders als bei den Profis. Wir haben weniger Zeit, weniger Budget für Bühne und Kostüme, keine Gewerke, die uns bei der Ausstattung oder der Technik unterstützen. Performance kann auch für diese Herausforderungen eine Lösung sein. Denn sie ist möglich mit Alltagsgegenständen, die oft bereits vorhanden sind oder die die TeilnehmerInnen selbst mitbringen können. Außerdem funktioniert Performance oft im leeren Raum und ohne Kostüme. Das klingt jetzt so, als wäre Performance nur eine Notlösung. Aber das ist nicht so.
Performance ist eine Chance. Sie kann manchmal spannender sein als etwas Gespieltes. Denn für unser Publikum ist es faszinierend zuzuschauen, wie etwas real passiert, wie etwas entsteht. Es kann spannend sein, bei einem Prozess dabei zu sein und zu sehen, ob er funktioniert oder auch nicht. Okay, es ist Zeit für ein praktisches Beispiel, um all das zu illustrieren. Und das Beispiel ist Bartrasur. Welche verschiedenen Möglichkeiten für die Bühne gibt es? Die SpielerInnen können pantomimisch so tun, als ob sie sich rasieren. Das Ganze kann mit einem Sound unterlegt werden. Durch die SpielerInnen selbst oder als Audioeinspielung. Es geht auch mit einer provisorischen Requisite, zum Beispiel einem Smartphone, das viele dabei haben. Oder mit einem echten Rasierapparat, aber ohne ihn wirklich zu benutzen. All das waren verschiedene Grade von so tun als ob. Spannend wäre es aber auch, das Publikum dabei zusehen zu lassen, wie live und echt ein Bart rasiert wird. Performance. So, jetzt kann ich mir auf der Bühne den Bart rasieren. Das war die Performance Bartrasieren. Ich habe eine reale Alltagshandlung durchgeführt, aber eben nicht privat in meinem Badezimmer, sondern in einer Bühnensituation. Das Publikum kann einen Vorgang beobachten. Vorher Bart, nachher kein Bart. Nun arbeiten die meisten von euch vermutlich mit eher nicht bärtigen Teilnehmenden. Aber die meisten haben Haare auf dem Kopf. Wenn diese Haare live auf der Bühne in einer performativen Handlung ohne so tun als ob abgeschnitten werden, dann denke ich, kann das eine ziemlich große Wirkung auf euer Publikum haben. Probieren wir es aus. Mit einer performativen Handlung auf der Bühne, gerade wenn der Körper eingesetzt wird oder er einer Veränderung ausgesetzt wird, lässt sich also eine starke Wirkung beim Publikum herstellen. Eure ZuschauerInnen verlassen den Saal vielleicht bewegter oder beeindruckter als nach einer schauspielerischen Darbietung. Das Haarbeispiel ist natürlich recht drastisch und kann nur begrenzt wiederholt werden. Nun sind vielleicht nicht viele TeilnehmerInnen dazu bereit, dass in jeder Aufführung eine weitere Haarsträhne fällt. Aber zum Glück gibt es noch viele andere Möglichkeiten für Performance auf der Bühne. Zum Beispiel Obstschälen. Eine Fahrradkette ölen. Etwas zubereiten.
etwas sägen, etwas bekleben, ein Klavier die Treppe hochtragen, Wäsche waschen, Geschirr spülen und vieles, vieles mehr. Bestimmt fallen euch oder euren TeilnehmerInnen noch viele weitere Möglichkeiten ein. Deutlich ist hoffentlich geworden, dass es spannend sein kann, solchen realen Handlungen auf der Bühne zuzuschauen. Und natürlich könnt ihr sie auch mit gesprochenen Texten verbinden, mit Musik untermalen oder mit Theaterspiel, also gespielten Szenen, kombinieren. Probiert das einfach aus. Zum Beispiel mit folgender Übung. Ihr bringt eurer Gruppe verschiedene Gegenstände mit denen sie Performances durchführen können. Und dann schreibt ihr Aufträge auf Karten. Auf einer steht zum Beispiel, springe Seil, solange du kannst. Aber auf einer anderen steht, spiele den Extremsportler, die Extremsportlerin, die stolz ist, wie gut sie springen kann. Und dann schaut ihr euch alles an und wertet gemeinsam aus. Ihr werdet dann die Unterschiede bemerken, dass es eben nicht gleich aussieht oder nicht gleich wirkt. Sicherlich werdet ihr dabei feststellen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, nicht zu spielen. Schließlich erwarten wir von unseren TeilnehmerInnen sonst eigentlich immer, dass sie mit Überzeugung und Einsatz etwas spielen. Beobachtet euch einfach gegenseitig, gebt euch Feedback und probiert es weiter aus, auch mit anderen Beispielen. Findet spannende, performative Momente. Klopft eure Inszenierungsprojekte daraufhin ab, wo solche Momente vielleicht Platz haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, das alles auszuprobieren.